Zu dem Preis gibt es woanders nur die Fußmatten. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 € pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. VfB Frohnhausen aus Essen ist der Pokalschreck im Niederrhein-Pokal. Die Mannschaft aus der Bezirksliga schaltete in der ersten Runde nicht nur Landesligist SV Hönnepe Niedermörmte aus. In der zweiten Runde wartete mit den Sportfreunden Baumberg sogar ein Oberligist auf das Team von Nisam Said. Die Frohnhausener gewannen mit 9:8 nach Elfmeterschießen. Als Belohnung gab es in der dritten Runde das große Los und mit Regionalliga-Tabellenführer KFC Uerdingen das vermutlich größte Spiel der Vereinsgeschichte. Die in Rot und Blau gekleideten Uerdinger selbstverständlich haushoher Favorit und in der ersten Halbzeit von links nach rechts spielen von Anfang an um hohen Druck bemüht. Charles Taki, der ehemalige Bundesligaspieler, mit der ersten Duftmarke. Taki leitet auch den nächsten Angriff ein. Christian Müller mit der Flanke und da klingelt's auch schon. Marcel Reichwein mit dem 1:0 für den KFC. Nach gut 15 Minuten waren sie also bereits dahin. Die Hoffnungen der Frohnhausener, die Null so lange wie möglich zu halten. Reichwein mit seinen 31 Jahren ja ein ganz erfahrener Stürmer. So eine Möglichkeit für ihn natürlich nur Formsache. Frohnhausen versuchte vor allem kämpferisch dagegen zu halten. Spielerisch lief nicht viel zusammen. Kevin Zamkiewicz hatte mal eine Idee. Der Ball aber etwas zu unpräzise im Vorwärtsgang hatte der Bezirksligist größte Probleme. Uerdingen dagegen dominant mit Ballbesitz, mit Spielkontrolle, mit dem Freistoß und mit dem 2:0. Mario Erb in der Saison 2011-2012 für Alemannia Aachen in der zweiten Bundesliga aktiv nickt ein. Das zweite Kopfballgegentor für den VfB und wieder fühlt sich niemand für den Torschützen zuständig. Die Frohnhausener in der Folge verunsichert, kamen mit dem Druck der Uerdinger immer schlechter klar und leisteten sich schlimme Ballverluste wie diesen hier. Im Gegensatz zum 1:0 jetzt mal umgekehrt Reichwein auf Müller und der fackelt nicht lange. 3:0 für die Uerdinger. Schon in der ersten Halbzeit macht der Favorit den Sack nicht nur zu, sondern trägt ihn gefühlt auch schon zurück nach Krefeld. So drückend überlegen der Regionalligist in den ersten 45 Minuten. Wir gehen rein in die zweite Halbzeit. Gewohntes Bild, rot und blau im Vorwärtsgang. Wieder ist Müller da und Rüther staubt ab. Nur kurz nach Wiederanpfiff die Uerdinger mit dem 4:0. Und auch die letzten Optimisten auf Frohnhausener Seite wurden jetzt eines Besseren belehrt. Für den VfB ging es jetzt nur noch um Schadensbegrenzung. Das Ganze eine knappe Viertelstunde lang erfolgreich, aber natürlich die fußballerische Klasse von Uerdingen deutlich höher. Beispielgefällig und bitteschön. Christian Müller erst am 9. Oktober nachverpflichtet von den Uerdingern und zwei Tage später haut der ehemalige Bundesliga-Profi so ein Debüt raus. Das kann man definitiv mal so machen. Die Gastgeber fielen jetzt zunehmend auseinander. Erneut ist es Müller mit der Flanke und Marcel Reichwein auch er mit dem Doppelpack. Der 31-jährige Reichwein vor der Saison von der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg gekommen. Auch in der Liga der Stürmer schon mit einem Tor und einem Assist. Die Nummer 10 der Uerdinger hatte noch ein bisschen Lust auf Fußball und Frohnhausen ließ ihn freundlich gewähren. Das 0:7 von den Gastgebern kam jetzt kaum noch Gegenwehr. Und Marcel Reichwein hatte immer noch nicht genug. 5 Minuten vor dem Ende die Ecke und das 8:0. Reichwein ja wie so viele andere im Kader der Uerdinger mit Erfahrung aus den ersten beiden Ligen, unter anderem beim VfR Aalen. Auch Trainer Michael Wiesinger coachte ja in der Bundesliga bereits den ersten FC Nürnberg. Die Frohnhausener hatten dem Druck des Regionalligisten in der ersten Halbzeit wenig und in der zweiten Halbzeit noch weniger entgegenzusetzen. Dennis Chesser letztendlich mit dem Schlusspunkt in dieser von Anfang bis Ende äußerst einseitigen Partie. Zu 0 also am Schluss, doch auch wenn der Bezirksligist auf der Helmut-Rahn-Sportanlage in Essen einen Abend zum Vergessen erlebte, kann das Team stolz auf das Erreichte sein. Auf der anderen Seite der KFC Uerdingen mit 90 Minuten konzentriertem Fußball und einem so hohen wie auch verdienten Sieg. Die Partie aber selbstverständlich nur ein kleiner Schritt auf dem Weg zum DFB-Pokal. Fährt auch voll noch sicher. Mieten Sie ein LKW ab 6,90 € pro Stunde bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung.